Seid ihr heute mal zu viert, oder was? Ihr Kätzchen ist geflohen. Richtig, und sie wollte mir suchen, Elfen. Wollte ich das? Ich würde mir ihre Muschi gerne angucken, aber ich muss leider mein Auto reparieren. Flavia, lass dir das nicht gefallen. Ja, auf! Ah. Ich brauche einen Mechaniker. Ich brauche dringend einen Mechaniker. Ich brauche zwei. Hingucken, wo ich hinfahre! So, wir haben. Paragraph 8 Absatz 1 StVO. Oh. Super, das ist ja ein Trinkgeld. Hätte ich mal die 200 genommen. $450 macht das. Oh. Für zu schnell fahren. Okay. Können wir dann noch was dran machen? Da können wir nichts mehr dran machen. Sie können sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten. Habe ich ja quasi. Fast. Fast, das ist richtig. So gut wie. Deswegen ist das hier auch nur. Ich schreibe es mit rein. Okay, schreiben Sie mal. Passt günstig. Karre versenken und Elliot verschenkt Saban Papa Platte, vielen Dank. Jetzt hat er auch mal gute Emotes. Grüße gehen raus. Wenn du mich zum Bürgermeister machst, ich mache ein goldenes AK für dich. Kein Problem. Ich brauch das nicht. Aber ich gebe dir das. Du kommst mal wieder. Ich bin gerade verreist. Wo, ich merke das. Ich erreiche dich nicht. Ich versuche jeden Tag, dich anzurufen. Sieh, ich habe gerade andere Sachen zu tun. Du magst mich nicht mehr. No, ich habe Mutze Glatze für mich entdeckt. Oh. Weißt du was? Was? Das kommt wieder in die Best-ofs. Und ich denke mir so... They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Aber ich will so einen Tusch da rein haben. Aber ich will so einen Tusch da rein haben. Du magst mich nicht mehr. No, ich habe Mutze Glatze für mich entdeckt. Tigeleo, warum ist denn dieses Kissen so schön lila? Ist dir aufgefallen, wie diese Farbe strahlt? Kommt das durch das neue Ariel Color? Das neue Ariel Color bringt auch ein Lila richtig zum Strahlen. Das ist ja toll. Soll ich dir sagen, was das Beste am neuen Ariel Color ist? Was ist das Beste am neuen Ariel Color? Du brauchst nur noch die Hälfte im Vergleich zu herkömmlichen Waschmitteln, um so ein Strahlen zu erreichen. Dürfen Sie nicht ohne Polizei? Ja, ich glaube auch nicht. Du kannst ja viel in irgendwelche AGBs reinschreiben und sagen bla bla. Aber dürfen? Ja, wenn die jetzt eine Euler hätten. Stell dir vor, du wirst im Kino einfach geblacklistet. Ja? Also man könnte auch sagen, du machst den Stay im Kino. Ein weibliches Wesen will mit dir kuscheln? Ist der Hund weiblich? Endlich kuschelt was Weibliches mit Ricky. Ist das erste weibliche Wesen nach deiner Mom, das mit dir kuschelt? Ist das nicht das Besondere, so das erste Mal? Oh, Ricky, das freut mich. Wirklich. Wirklich, Ricky. Echt jetzt. Alles hey, mal also, mit 70 auch nicht. Keine Ahnung. Es gibt so coole 70-Jährige und es gibt so spießige 20-Jährige. Also wir sind jetzt Anfang bis Mitte 30. Und ich weiß nicht, wo die Handbewegung herkam. Bratwurst, wenn du wirklich eine etwas dickere Bratwurst hast, ja, ist dieses Bratwurst-Brötchen-Verhältnis im Mund, muss einfach passend sein. Deswegen darf die Bratwurst nicht zu dick sein. Redest du gerade über Wurstverhältnis sein. Im Mund? Die darf nicht zu dünn really? Sein, sondern du lieferst Vorlagen heute. Verhältnis zwischen Bratwurst und Brötchen muss im Mund einfach stimmen. So. Und Schlurox, wenn du weißt, wie sich eine Wurst im Mund anfühlen muss. Eklige Wurst mit deinem Stück Graubrot okay. bekommst, ist es halt einfach scheiße. Erzähl uns doch bitte, wie das Verhältnis perfekt ganz ehrlich, ist Freunde, von kennt Wurst ihr das, in deinem Mund. Dass, wenn du eine Bratwurst in einem Brötchen hast, das Anfangsstück und das Endstück ist auch lecker. Aber das, wo du dich am meisten drauf freust, ist das Stück Wurst, welches sich in dem Brötchen befindet, oder nicht?
So, und wie gesagt, das ist einfach der Grund dafür, warum wir jetzt gerade so reagiert haben, wie wir reagiert haben. Das ist keine Diskriminierung oder sonstiges, weil die irgendeine Farbe tragen, sondern weil sie sich einfach entsprechend verhalten. Und wenn die sich so verhalten, dann müssen sie mit so einer Reaktion rechnen. Können Sie mir grob den Strafmaß sagen? Entzug polizeilicher Maßnahmen liegt bei $2,500 und 15 Monaten Haft plus die Beleidigung $500. Das wird nicht allzu viel sein. Also liegen wir um die 3.000 rum. D'accord. Kann ich kurz unter vier Augen mit Ihnen sprechen? Ich, wenn das für Sie in Ordnung ist, Herr Osmar? Nein! So, ist das Ganze erledigt? Frau Mason war auch dabei, die möchte gerne dem Gespräch beiwohnen. Ist das genehm oder nicht? Wenn ja, schicke ich sie rein. Wenn nicht, was wird es denn hier für ein Aufstand? Sind jetzt alle Anwälte oder was? Wir haben auch noch anderes zu tun, als uns die ganze Zeit damit rumzuschlagen, dass irgendwelche dann Freunde von irgendwelchen Leuten, Schnauze, ich rede, dass irgendwelche Freunde von irgendwelchen Leuten der Meinung sind, hier Anwalt sehen zu spielen. Dann sollen die Leute, die sich... Müssten Sie bei sich anfangen. Dass die Leute, die unten in der Zelle sitzen, können sich entweder selber verteidigen oder haben die Möglichkeit, einen Anwalt hinzuzuziehen. Dass jetzt irgendwelche Leute die ganze Zeit der Meinung sind, hier einen auf Anwalt zu machen, geht mir tierisch auf den Sack und wir haben eigentlich ziemlich viel anderes zu tun, als uns hier um irgendeinen Zickenterror zu kümmern. Vielen Dank. Kann das noch los? Ich habe eine Verengung am Herzgefäß und ein Taser darf auf gar keinen Fall passieren. Er hat eine Vorwarnung gegeben. 3000 Jahre später. Hier liegt er immer noch. Sollte sich herausstellen, dass ihr Herzfehler simuliert ist und der Arzt kann das nicht bestätigen. Dann was, Sie kleiner, arroganter Arsch, dann was? Passen Sie lieber auf, dass ich Sie nicht alleine irgendwo auf der Straße entdecke. Ja. Dann werde ich Sie eigenhändig ins Staatsgefängnis bringen und so wie Sie gerade mit mir reden, erwischen sind Sie mich eine Simulantin. Sie kleiner. Eine kleine Simulantin. Und Sie sind ein arroganter, überheblicher kleiner Sack. Sie haben sich zumindest eine gute Position zum Liegen ausgesucht. Neben dem Mülleimer fühlt sich an wie zu Hause, wa? Das ist das, was du wolltest. Gerechtigkeit ist das, was ich will und einen vernünftigen Umgangston miteinander. Das haben Sie mir nicht erwiesen. Wenn ein Polizist sagt, Schnabel halten, dann heißt das Schnabel halten. Wenn ein Polizist zu mir sagt, Schnauze halten, fängt das bereits an, dass hier ein Umgangston erwähnt wird, der nicht in Ordnung ist. Dann können Sie danach gerne Zivilklage einreichen und nicht die Fresse aufmachen bis zum Gehtnichtmehr. Und Sie können sich nicht anderes wehren, als eine Frau niederzutasern? Sie haben ja die Klappe nicht gehalten. Ui, dafür bin ich auch nicht bekannt. Ich habe mein Schnäbelchen gerne offen. Mhm. Aber bisher, Monsieur, war es nicht so, dass dann irgendjemand mit einem Taser kam. Die meisten Männer haben so viel Ehre und Anstand, es mit Worten zu klären. Ich habe keinen Anstand. Tragisch. Na dann. Sonst noch was? Sie sind ein Pisser. Und das wissen Sie. Und wollen Sie nochmal auf ein wehrloses Dame-Taser? Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Kennst du eine Flavia Deleuze? Ziemlich große Fresse, französischer Akzent? Die hat mal irgendwie einen Ehestreit gehabt. Ging mir so sehr auf die Eier, dass ich gestern von Rabe bis heute außer Dienst geschickt worden bin, weil ich sie drüben im Projektraum umgetasert habe, damit sie die Schnauze hält. Möglicherweise war das jetzt nicht so gut. Möglicherweise hat es dazu geführt, dass die Roten mich komplett umbringen wollen. What? Möglicherweise bin ich deswegen gerade im Zeugenschutz. Boah, das ist natürlich nicht so gut. Ja, ich gewöhne mich an den Namen Connerlitt, ist okay, passt schon. Und an meine Dieter Fischer Gedenkfrisur gewöhne ich mich auch langsam. Ja, ne? Sie sind mittlerweile so oft und überall vertreten. Soll ich den Aktenschrank schon mal runterrollen, oder? Das brauchst du nicht. Der Kollege guckt gerade, wenn da nichts vorliegt. Nee, liegt nichts vor. Wir sprechen eh nochmal kurz aufs Maul. Möglicherweise bin ich deswegen gerade im Zeugenschutz. Ja, ich gewöhne mich an den Namen Connerlitt. Wir sprechen eh nochmal kurz aufs Maul. So, für Sie kurz eine Frage. Wollen Sie... Aufs Maul? Hä? Ich bin gerade verwirrt. Ich muss mit.
Entschuldigung. Herr Adams? Ich kriege auch die Krise. Was denn? Ach, nix, alles gut. Offene Fälle von dem Herrn Sesni, wenn er ausgesprochen. Einmal von Ihnen. Der Herr Donovan hat den Fall eröffnet und Sie waren der leitende Agent. Später. Ich habe nicht zugehört, ich muss lachen. Schlag mich. Du, ich erlaube es, du darfst mich auch gerne tasern. Irgendwann. Okay.